Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Forest. Ja, wir kurz vorm Ende, sagen wir so, nur noch dieses bisschen und halt da hinten die paar Stickies aufsammeln. Und dann sind wir mit der Basis fertig. Aber heute gehen wir mal einfach so wieder in Richtung Insel. Und erforschen noch einmal die ganzen Höhlen. Weil uns hier im Inventar hier noch ein Stück fehlen an Passagieren, die wir finden müssen. Und ich will die definitiv finden. Und wir hatten ja in letzter Zeit mehr als genug Baufolgen gehabt. Deswegen werden wir jetzt nicht die 91 Baumstämme sammeln und nicht die 367 Stickies. Auch wenn ich das Ding eigentlich fertig haben will, aber das machen wir nicht heute. Ausnahmsweise mal. Also stattdessen gehen wir mal wieder in die Höhlen rein. Schauen, was wir da noch irgendwie kriegen können an Materialien. Das wäre eine Schildkröte. Ob ich hier noch ein bisschen Stoff als Beispiel finden können oder andere Sachen, die wir brauchen können. Wir haben hier nicht mehr so viel Steine. Auch leer. Ja, das sind die anderen Steine. Genau, die hier müssen wir auch noch mal voll machen. Die Dinger gehen aber auch schnell. Und haben voll. Ja, dann, wenn wir auch ein bisschen erkunden gehen, können die Bäume auch mal Zeit nehmen, sich wieder auszuruhen, hier wieder zu wachsen. Wir haben da echt viel abgeholzt gehabt. Achso, ein Karnickel. Ich habe mich jetzt voll erschrocken. Und wieder ein Seil. Ja, egal. Haben wir irgendwas noch an Snacks da? Nee. Das heißt, wir brauchen den Karnickel gleich. Oder ein Bambi. Bambi wäre auch nicht schlecht. Wir gehen aber erstmal in die Richtung. Und Entschuldigung. Und schauen da noch mal in die Höhlen rein. Und so. Aber wir nehmen den da mit oder die beiden hier. Aber ich wundere mich wirklich, wo in letzter Zeit unsere Mutanten sind. Vielleicht sind sie wieder in den Höhlen gespawnt, weiß ich nicht. Oh, es lädt, es ruckelt. Genau, wir sind wieder hier. Ach komm, wir gönnen uns mal einen Snickers. Wir werden hier definitiv noch ein paar Snacks kriegen. Und nochmal Stoff. Ah, wir sind in der Höhle. Okay. Größtenteils habe ich aber auch schon keine Ahnung, was wir hier alles finden oder gefunden hatten.
Aber ein Ausgang, alles klar. Müssen wir die andere Richtung gehen? Gab es hier auch noch was? Ich will auf jeden Fall die Passagierliste voll haben. Uhren können wir nicht mehr tragen, okay. Von Snickers. Nice. Ja. Ah, Spielzeug haben wir wieder neues. Ja, aber... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Gehen wir wieder mal zurück zur Axt. Zurück zur Axt, habe ich gesagt. Was soll denn das? An die komme ich nicht so ran, ne? Mal ein bisschen Stoff. Jetzt haben wir voll. Der liegt hier aber auch ohne Ende rum mittlerweile. Er zählt nicht als Passagier. Jetzt gibt es hier, glaube ich, nichts mehr. Ne? Auch hier den. Den gibt es noch. Und... Komm schon. Er ist aber auch schön durchtrennt worden. Und jetzt. Ich hab irgendwas gehört. Hört ihr das auch? Ich glaube, die sind wieder da. Wenn sich so anhört. Waren wir das oder war hier jetzt wirklich irgendjemand? So, schauen wir mal auf der Map. Ging es da hinten auch weiter? Da hinten ging es auch weiter. Nee, das wollen wir nicht. Noch eine neue Taschenlampe. So, wir haben jetzt wieder eine neue. Können wir damit bestimmt kombinieren. Ja. Ach stimmt, hier waren nur die Herzen. Alkohol. Ja, dann gehen wir hier mal wieder runter. Mal schauen, was wir alles übersehen haben.
Denn die Passagierliste will ich definitiv wieder voll haben, bevor wir hier zur letzten Höhle gehen. Und ich jede Höhle einmal quasi abschließen kann, sage ich jetzt mal so. Interessant, wie die hier alle rumliegen. So gekrümmt. In Embryonalstellung. Ach ja, hier bei der Tauchausrüstung sind wir. Dann würde ich sagen, wo ist denn das? Können wir eine voll machen? Dann nehmen wir die mit. Stimmt, hier sind wir. Die eine Tür, die uns fehlt. Dahinter. Dir ist nass und du bist kalt. Die Tür dahinter haben wir vergessen. Das ist die Höhle, genau. Waren das wieder die Babys? Die immer dahinter waren. Sind die Babys wieder gespawnt? Nö, aber immerhin die Dinger. So, machen wir einmal full. So, nochmal Feuer. Genau, hier können wir uns aufwärmen. 271 Dollar haben wir gesammelt. Ja, okay. Aber Riegel gab es jetzt keine mehr. Nur ein paar Dosen. Doch, hier Riegel. Ja. Dann ist es halt so. Gehen wir mal weiter. Die Tür da hinten, die wollen wir auf jeden Fall noch durchziehen. Denn die haben wir bisher noch übersehen, beziehungsweise nicht übersehen, sondern nicht gemacht gehabt. Hier, genau die. Die Tür da hinten. So, jetzt nochmal aufwärmen. Wir könnten eben den hier einfach anziehen. Wird uns auch sofort warm. Tauchausrüstung ablegen. Und dann können wir die Dinger wieder alle anziehen. Ah, hier haben wir noch mal ein paar Flaschen. Ach, die Schädel. So. Können wir da schon reinschauen? Ein bisschen. Na, können wir noch nicht rein. So, passt. 5 Steine sind drauf, haben wir wieder 5.
denn hier passiert? Was ist hier passiert? Hä? Oh. Geht's da noch irgendwie weiter? Ja, rein theoretisch können wir hier nochmal unter Wasser hin. Krass. Oh, hier haben wir wieder Benzin. Seil. Die Seile haben wir schon voll. Vier Seile. Tatsache. Oh. Den hatten wir noch nicht. Eine neue Axt. Rostige Axt. So nice. Nochmal Stoff. Okay, gut, dass wir hier nochmal hingegangen sind. Ich hatte jetzt nicht gedacht, dass wir diese Tür hier direkt als erstes finden. Nun, dass es ein Weilchen dauern wird. Was haben wir hier? Eine Bibel. Und noch ein paar Dosen. Was kriegen wir hier? Nichts. Pistolen, Muni. Warte mal, haben wir eigentlich jetzt hier ein paar neue hinzubekommen? Ne, immer noch nicht. Hier haben wir die rostige Axt. Der ist, was Blockieren angeht, besser, aber der ist vom Schaden her besser. Dann bleiben wir trotzdem lieber mal bei dem. Und wo kommen wir hin, wenn wir jetzt da weitertauchen? Geht hier auf jeden Fall weiter. Wo kommen wir jetzt hin? Und mir ist wieder kalt. Ja, da scheint es wohin zu gehen. So. Noch ein paar Stickies. Dann bauen wir uns. Nee. Wir machen es besser, wir machen es schlauer. Wir ziehen das hier einfach an. Und können den hier wieder ablegen. So, müsste jetzt warm genug sein. Dann ziehen wir die hier auch wieder mal an. Und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Warte mal. Wir immer noch? Ist das dessen Ernst? Dass ich immer noch hier am Frieren bin? So, jetzt müssen wir aber gehen. Und hoch. Jetzt bin ich gespannt, wo wir gelandet sind, was wir hier noch finden. Oh, ein Riegel, ein Feuer und noch ein Bild. Hier waren wir aber noch nicht, ne? Nee, hier waren wir noch gar nicht. So, dann... wieder mal die Axt. Dann schauen wir mal. Oh. Muss ich hier noch weiter tauchen oder was? Ja. Und schon wieder Hunger, weil ich am Frieren bin.
Und mir ist wieder kalt und nass. Natürlich. Das Spiel kennt auch nichts anderes hier. Okay. Wo kommen wir hier jetzt raus? Jo, das war jetzt geil. Boah. Ich hab mich wegen den Enten erschrocken. Boah. Wir schwimmen aber da mal hoch. Schwimmen da hoch, genau. Klettern da mal hoch. So, was ist denn hier? Warte, warte, genau da. Dann ziehen wir das hier mal an. Und snacken uns mal eben was. Ah ja, Tauchausrüstung können wir wieder ablegen. Wollen wir dann eben noch einen kleinen... ich glaube, wir gehen erstmal nach Hause. Liefern die Stickies da ab. Ja, macht am meisten Sinn, wenn wir die Stickies erstmal zu Hause abliefern. Ich glaube, aber ich weiß, wo wir sind. Wieder bei Gronkh und Tobi zu Hause da. Ja, komm. Und hoch. Ja. Wir sind wieder bei den beiden. Dann mal ganz schnell nach Hause. Gehen wir in einen der beiden gelben da. Ja, das eine ist ja das Arsch auf der Welt. Dann müssen wir den da hinten nehmen, damit wir da runterkommen. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge wird es dann ein bisschen mehr Action geben. Ne? Aber jetzt erstmal die Stickies nach Hause bringen, obwohl die Nacht ist auch schon gleich um. Also, Nickel. Scheiß drauf. Aber Mutanten haben wir jetzt Ewigkeiten keine mehr gesehen. Zwar die Ureinwohner, aber nicht mehr die Mutanten. So. Schmeißen wir eben die Stickies da hinten rein. Dann machen wir uns auf den Weg zur nächsten Höhle. Ah, wie das Grün da durchschimmert. Ich glaube, das Schwerste wird wirklich das mit den Stickies sein. Haben wir da irgendwas in Rot markiert? Ne. Einzige, was rot ist, ist unser Haus. Mit den roten Fähnchen haben wir nichts. Würde ich sagen, wir markieren die fertigen und die abgeschlossenen Höhlen. Und später in Rot. Dass wir also noch nicht rübergehen und boah, müssen jetzt was essen. Ich hoffe, ich habe hier noch was. Ja, ich habe hier noch was. Hey, wir waren da noch nicht fertig. Genau. So, 26, also 16 noch und hier nochmal 26. Dann fehlen nur noch hier die 10 Holz, dann ist der Raum fertig. Das ist nur noch das da.
Ich glaube, eine Baufolge können wir eventuell machen, oder? Aber nicht jetzt. Erstmal schließen wir die Höhlen ab. Aber eine Baufolge können wir noch machen, wo wir das dann abschließen. Dann sind wir hiermit wirklich durch. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch. Müssen noch was trinken. So. Ja, komm. Haben wir hier noch Bären? Ja, haben wir. Komm. Wir brauchen jede Menge Samen. Damit wir den Busch da hinten hier fertig kriegen. So, wie viele haben wir? Sieben. Nice. Und noch einen Schluck trinken. Haben wir hier das Dings Trinkschlauch voll? Ausrüsten, den machen wir mal eben voll. So, dann haben wir den wieder. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg zu den anderen Höhlen und sehen uns da wieder. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.